Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Drake. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Ach, du Dreckskerl! Oh shit. Da. Was? Hab ihn erwischt. Was zum. Was? Was zum. Okay, so komme ich auch nicht weg. Das ist ja jetzt blöd. Ja, ja. Ich laufe hier schon. Ich bin schon unterwegs. Ich bin weg. Hallo? Langsam, Cowboy. Das ist fürs Abhauen am Dock. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja. Und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Ich weiß ja auch nicht. Keine Gefangenen! Huch. Hallo? Na, du! Das mit dem Zielen übt man nochmal, ne? Huch. Okay. Ah, die hat auch zwei Waffen dabei, alles klar. Wie wär's, wenn du die ganze Arbeit machst und ich einfach in Deckung bleibe? Das spart meine Munition. Und das spart auch meine Nerven. Oder die haben Munition dabei und ich kann ein bisschen was einsammeln. Hallo? Oh. Die kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen auf uns beide, oder? Oh Gott. Warte mal kurz. Das geht mal so hin. Das kann ich auch. Hat ein Kollege mir gegeben. War voll lieb von dem.
Was war denn das für ein Sprung? Da drüben blinkert was. Das ist ja cool. Warte kurz. Bleib mal stehen. Stopp du, ja. So. Richtig. So? Los geht's. Ich glaube, das ist gut so, oder? Goldener Inka-Pokal. Na dann. Ihr seid ja übel drauf, Leute. Moment. Lasst mich erstmal runterkommen. Ich erschieß euch dann. Sehr gut gemacht, Elena. Sonst ist da auch keiner? Die Frau ist super. Zusammenbleiben. Das zieh nicht durch. Oh nein. Gut. Der hatte doch bestimmt auch ein bisschen Munition dabei. Er ist bestimmt runtergefallen. Bei meinem Glück. Was zum Teufel ist das hier überhaupt? Lange Geschichte. Später. Und meine Vermutung war richtig. Moment. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinschieße. Okay. Ja, die zielt besser als meine Wenigkeit. Finde ich gut. Die Munition kann ich nicht mitnehmen. Wahrscheinlich, weil ich voll bin. Mit Munition. Die kann ich mitnehmen. Die kann ich wieder nicht mitnehmen. Los geht's. Bleib doch stehen, damit ich dich erschießen kann. Hallo. So. Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Scheiße. Okay. Ich wollte das nur kaputt machen, nochmal so nebenbei. Hier geht's wieder hoch. Den ganzen Weg nochmal zurück. Au. Bitte sehr. Das war's dann. Na toll. Wow. Okay.
Das geht nicht. Da! Da! Lass mich nicht durch! Interessant. Aufhalten! Los geht's. Interessant. Interessant, interessant. Ach ja, das war ja auch der Weg, um wieder zurückzukommen, ne? Hier so. Los geht's. Hier lang. Ja. Oh Mann. Au. Da kommen noch mehr. Hallo? Du bist tot. Ich würde gerne die Schulteransicht wechseln, weißt du? So von auf die. Ach, so meine ich das. Genau das habe ich gemeint. Ich habe das zwar gerade eben gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Spannend. Schön ist auch, dass die mir hier jetzt so ein Seil hinterlassen haben. Fall runter. Tschüss. Bleiben Sie bei mir. Ah, ich glaube, das reicht jetzt auch langsam, ne? Er ist da drüben. Runter! Oh Mann. Lass mich wieder rein. Verdammt. Warte. Kollege, zeig nochmal dein Köpfchen. Genau so. Puste den weg! Pass auf! Er ist da drüben! Hat er sich gerade selbst gesprengt? Verdammt. Also das Deckungssystem, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ach komm, scheiß drauf. Glaube ich. Ja, hier lang. Habe ich gerade eben schon mal gesagt, dass das Deckungssystem mir auf den Nerven geht? So ein bisschen. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn sie den Schatz gefunden haben, brachten sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und sie kriegen, was auch immer sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden sie mir was. Schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind.
Bieten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Bei sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Ich funktioniere sie noch! Das werden wir gleich wissen! Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis fünf und ziehst die Leine! Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Oh. Oh. Wir sehen uns unten! Ich komm gleich nach! Ja. Was mache ich hier? Okay. Man springt raus, zählt bis fünf und zieht die Leine. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, verdammt! Eins, zwei, drei! Mann! Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Elena ist weg, vielleicht auch tot. Fängt ja gut an, Nate.